Herzlich willkommen zu Live aus dem Brennraum auf 1000 PS Facebook und dann auf meinem YouTube-Kanal Zonkos Welt für alle Facebook-Verweigerer und die, die es halt nachher ein bisschen entspannter anschauen wollen. Ton passt eh, passt alles. Bin schon wieder ein bisschen spät dran gewesen, habe schon wieder 3 Minuten, bin ich schon wieder zu spät. Es ist wie in der Schule, das ist ein Wahnsinn. Sehr selten ausgegangen, dass man ganz pünktlich hinkommt. War aber eigentlich wichtig, wollten sie uns immer vermitteln, dass das ganz wichtig ist und bis jetzt habe ich es nicht ganz gelernt. Aber heute, auf das habe ich mich richtig gefreut. Ich freue mich eh immer, aber heute habe ich mich besonders gefreut, weil man gedacht hat, das ist ganz herrlich. Das letzte Mal beim letzten Brennraum ist er ein bisschen angezogen worden mit den Mopeds. Dazu hat sich so eine Diskussion entwickelt über die Mopeds. Und heute habe ich den Andreas Christiner von ScreenX getroffen und der hat gesagt, na, was machst du denn heute im Brennraum? Und der hat mir auch gesagt, na, das mit den Mopeds. Und dann ist es so, dass ich mir das überlegt habe und mir gedacht habe, ja, das ist eigentlich wirklich leibend, weil da kannst du halt richtig zurücktauchen in die ganz arge Zeit, wie das halt angefangen hat. Und ich glaube, mit so Mopeds, also die so alt sind wie ich oder vielleicht 10 Jahre jünger, bei denen ist das alles schon lang her, die Mopedzeit. Und es gibt aber auch, wie wir jetzt wissen, ganz junge Zuseher, da ist die Mopedzeit vielleicht noch nicht so lang vorbei. Und ich glaube aber, bei uns Alten, also bei denen mit der Gnade der frühen Geburt, da war die Mopedzeit ein bisschen wilder. Aber vielleicht täusche ich mich da, vielleicht klärt mir irgendein Junge auf und sagt, die sind noch viel, viel ärger gewesen. Ja, das Moped, ich habe dort das ist ein Wahnsinn. Gut, den Kai Bollmann muss ich zitieren. Zonko, Grüße aus der Badewanne. Das ist ganz herrlich. Du musst nur aufpassen, dass dir das Smartphone nicht reinfällt. Oder hast eventuell die Glotze sogar bei der Badewanne montiert. Oder das Tablet. Wurscht, reinfallen soll dir das nicht. Weil das ist, glaube ich, gar nicht super, oder? Naja, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist großartig. So, na gut. Der BB, Servus Zonko, zurück aus Hessen. Um was geht's? Mopeds. BB, Mopeds. Richtige Mopeds. Peter Fromm, Servus alte Mopedhelden, Heroes vergangener Zeiten. Der Georg Ostermann hatte ein Buch Cobra und ein Zündapp KS50 und war immer ganz vorn dabei. Der Michael Högendorfer, Buchkondor, 90 km/h. Der Michael Högendorfer, den habe ich kennengelernt. Das dürfte ein recht aufrechter Burs sein, weil die anderen sagen Buchkondor 120 km/h wahrscheinlich. Der sagt 90 km/h und echte 90 km/h für so ein 50er, na, das war nicht so schlecht. Das war nicht so schlecht. Natürlich, wenn man mit den Freunden geredet hat, war es immer viel, viel mehr. Aber der Torben Braun, Grüße aus Braunschweig, Zonko, mach die Faust! Herrlich. Ja, naja, gut. Dann, ich steige mal ein und erzähle das, wie das bei mir war. Also ich habe schon, bin am Land draußen aufgewachsen und obwohl ich der Sohn von einem Gendarmen war, war das komplett egal am Land draußen. Da hast du in die Felder, hast du einmal umfahren können, egal wie alt du bist. Und ich war halt 12 und mein bester Freund damals, der Bauernbuhr, der Greil Ander, der hat ein 175er Vespa daherzart. Und mit dieser 175er Vespa, das war ein bisschen ein Häusl, das muss man schon sagen. Also richtig super ist die nicht gegangen. Aber sie ist gefahren und hat uns dadurch halt eine ganz tolle Welt, ja, ermöglicht. Das war natürlich ganz was anderes, wie mit dem Traktor über den Feldweg duckern, wenn du mit irgendeinem so einem Zweirad da gefahren bist. Na, da ist schon was weitergegangen. Das war wirklich super. Und dann ist bei uns Der Postler in Rhin, also der Ferialpostler in Rhin, das war ein Musikstudent, begnadeter Musiker, aber kein begnadeter Zangler. Und der hat also einen Capri-Roller gehabt. Capri-Roller, einen rot-weißen Capri-Roller und mit dem hat er immer die Post, ist er immer die Post ausgefahren und der war halt, der war nicht sehr zuverlässig und ich habe schon gemerkt, na gut, wenn er schlecht drauf war, der Postler, der Kurtl, dann hast du gewusst, na, der Roller, der funktioniert schon wieder nicht gescheit. Und irgendwann hat es ihm gereicht und ich war gerade zum richtigen Zeitpunkt dort und er hat wieder irrsinnig geschimpft auf diesen Roller und ich habe ihm einfach gesagt, ich war damals 14, habe gesagt,
Na, lass ihn da stehen. Mann, du brauchst ihn eh nicht mehr, der ist eh dauernd hin. Lass ihn da stehen, ich habe eine echte Freude. Und der, nachdem ich war Blasmusikschüler, habe also brav geübt und immer, ja, vorn dabei, hat er gesagt, na gut, da hast du den Roller. Und so bin ich zu meinem ersten eigenen Roller gekommen, das war eben ein 50 Kubik Capri Roller, der nicht wahnsinnig gut gegangen ist, das muss ich schon sagen, aber er war trotzdem, war das ja ganz großartig. Und wir haben hinten also ein wahnsinnig großes Kranzlein gebaut, weil dort in Rien, das ist natürlich immer, ja, da waren Bergfahrten angesagt und da hast du hinten eine richtig arge Übersetzung gebraucht. Und das, der Roller war aber leider so schwach, dass der mit dieser riesigen Übersetzung eigentlich nichts ausrichten hat können, vor allem, weil sie der Greil Andra hat sich eine KTM Sachs gekauft. Sechsgang war das damals schon. Hat gehabt Tachometer, Tourenzähler und ist gegangen laut Tacho, die Nadel hat das ein bisschen zittert, aber die ist gegangen 120. Und ich meine, da habe ich natürlich mit der Capri überhaupt nichts mehr ausrichten können. Das war eine Zweiklassengesellschaft, das war dramatisch. Das war einfach so, dass ich mir gedacht habe, ja, der Capri-Roller ist eh leiwand, aber ich meine, da kann ich jetzt nicht mehr mithalten, da muss was anderes her. Und dann hat der Cousin auch ein Ander, also die Andrease. Wenn du Andreas heißt in Tirol, dann bist du ein Ander. Ander. So wie der Andreas Hofer ist der Hofer Ander. So muss man das verstehen. Also der Ander. Ja. Und ich habe einen Cousin gehabt, den Ander, der war, weiß ich nicht, naja, der wird schon 5-6 Jahre älter gewesen sein wie, und der hat eine Yamaha FS1. Und der Yamaha FS1 war ein Wahnsinn. Ich meine, da muss man dazu sagen, der Ander ist ein Riesenbursch, also so ein Schrank. Und ich war ja in meiner Jugend wahnsinnig klein. Bin wahnsinnig klein gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war mit 16 noch 1,60 oder so. Also, oder wirklich ein kleiner Typ bin ich gewesen. Und da hat diese FS1 natürlich wahnsinnig gut gepasst. Das war also ein irrsinnig zartes, schlank geschnittenes Moped, Autoloop. Schon mit der Schmierung, mit der Zweitaktschmierung, also da hast du das nicht mehr so kümmern müssen. Und hochgezogener Auspuff, irrsinnig schlanker, schöner Tank. Und der andere hat schon drauf gehabt, den ganz grauen, das Gasrädellenker, Wahnsinn. Ja, und den habe ich dann gekauft, ich glaube, den hat er mir gegeben um 3.500 Schilling. Also heute wären das wahrscheinlich 350 Euro. Also wirklich nicht viel, es war damals auch nicht wahnsinnig viel. War natürlich schon mehr damals wie 350 Euro heute, aber trotzdem, das war wirklich nicht viel. Und dann mit der, na, da sind wir dann gefahren, der Greil Ander und ich, und nachdem wir am Feldweg fahren haben dürfen, das hat mein Vater auch überhaupt nichts gesagt, sind wir aber dann schon, wir haben schon gewusst, dass es dort unten dann so ein Tal gibt, wo ein asphaltierter Weg reingeht zum Hosenbauern, und dort kannst du dann auch rauchen, volle Granate, weil da ist nie irgendjemand. Und da haben wir halt dann geschaut, dass wir so Topspeed haben. Und wie gesagt, ich habe gehabt 100, der andere hat gehabt 120, aber in Wirklichkeit davon gefahren ist er mir nicht. Also ich glaube, der Tacho von der KTM hat ein bisschen mehr gelogen wie der Tacho von der Yamaha. War auf alle Fälle ganz, ganz herrlich. Und ja, mit der Yamaha, was wirklich toll war, und das ist was, das hätte ich jetzt fast vergessen, aber nachdem ich mir jetzt halt kurz verinnerlicht habe, bevor ich diese Sendung da mache, ich war eben, wie gesagt, ich war so klein und jetzt hat es mir nie an Selbstvertrauen gemangelt, das kann ich nicht sagen, aber es ist natürlich, wenn du 16 bist und 1,60 und die Frauen sind 1,70, na, dann ist das nicht so super. Dann fühlst du dich da jetzt halt mit der Körpergröße nicht ganz so wohl. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich trotzdem, keine Ahnung, durch meine Art habe ich trotzdem immer sehr viel Selbstvertrauen gehabt und habe Theater gespielt und bin immer sehr gut angekommen, deswegen war das nicht so dramatisch. Und trotzdem war es aber, das habe ich erst dann gemerkt, wie das eben mit dem Moped war, wie es ist, wenn du dich richtig gut fühlst. Weil das war ein Wahnsinn. Ich habe dann dieses Moped, also mit 14 habe ich es gehabt und mit 16 habe ich dann diesen, wie hat denn das geheißen, Kleinkraftführerschein gemacht. Da habe ich dürfen mit einer schwarzen Tafel mit orangen Balken fahren, da hat dürfen das Moped 100 km/h gehen. Also war das komplett legal. Diesen Führerschein habe ich gemacht und sobald ich den gehabt habe, bin ich mit dem Moped in die Schule gefahren.
Und wie ich dann das erste Mal dort in dem Durchgang, wo alle ihre Mopeds abgestellt haben, mit meiner Yamaha dort hinkomme und die dort abstelle, bin ich ein anderer Mensch gewesen. Das ist wirklich so gewesen, da hat es mir dieses Ego aufblasen in einer Größenordnung, dass ich mich selber gewundert habe. Also das habe ich schon damals schon reflektiert, habe mir gedacht, was ist denn da jetzt los? Wieso fühlst du denn jetzt so irrsinnig gut, nur weil du mit dem Moped dort kommst? Und das ist aber so gewesen. Das war einfach ein Schritt in die richtige Richtung. Das war jetzt nicht nur im Feld um ein Dummblättern oder irgendwo illegal fahren, sondern du warst jetzt ein echter Verkehrsteilnehmer mit einem wirklich scharfen, leibenden Moped. Und das war echt großartig und das hat mir wirklich Berge gegeben. Das hat mir echt Berge gegeben. Jetzt schaue ich da mal nach, bevor ich die erste Brezen schüttle. Habetere! Na, da muss ich heute ein bisschen mehr lesen, weil da gibt es ja ganz... Das ist Wahnsinn. Naja, mehr lesen ist schön und gut, aber das werde ich nicht erbacken. Habetere! Wurscht, ich steige jetzt dort ein. Tut mir leid, die was schneller waren. Marc Blass, ich bin noch auf der Arbeit, schöne Grüße. Schöne Grüße, Marc. Der Michael Geizenauer, Aprilia SX50. Ja, und bei uns in Tirol waren diese Aprilias, oder vielleicht ist es auch die 70er Jahre, dass die Aprilias noch gar nicht so stark waren. Das kann ich leider nicht sagen. Über volle viele Aprilias hat es damals keine gegeben. Was es gegeben hat, waren Testis. Bis deppert, so ein Testi mit einem Chromtank, das war ein Wahnsinn. Garelli war ein arge Dinger. Aber Aprilia kann ich mir jetzt ehrlich nicht erinnern, da muss ich mal nachschauen, wann die voll in die Gänge gekommen sind. Honda MBX50, der René Philipp, der ist natürlich schon eine Generation nach mir, aber das war ein wirklich fesches Moped, war leibend. Der Mario Meyer, Simson S51. Thorsten Bobig, wer kennt die Simson S50? Wahnsinn, ich kenne die leider nicht, ich glaube, das sind Ostdeutsche, aber ist sicher Wahnsinn gewesen. Mir sagt es leider nichts und wir haben jetzt da keine Möglichkeit, dass wir da irgendwas ein Büdel einspülen, aber ich werde mir die ganz sicher anschauen. Simson S50 und Simson S51. Der Tomislav Mladenovic, den wir übrigens, den können wir jetzt gleich ganz, ganz gute Besserung und schnelle Genesung wünschen, weil der hat jetzt, glaube ich, den Verband von der Schulter unten und wird jetzt schön der Physiotherapie gewöhnt. Also der wird bald wieder auf der Mopetten sitzen und alle herbrennen. Tomislav, alles Gute. Angefangen hat er mit einer Vespa BK50S mit nicht ganz 50 Kubik. Also der hat wahrscheinlich also einen Zylinder drinnen gehabt. Naja. Der wird dann 200 da drinnen gehabt haben, wahrscheinlich. Irgendwas Arges. Auf alle Fälle ganz sicher nichts Legales. Der Geher sagt DS50, der Habetere. DS50 mit einem 60 Kubikzylinder und Vollgas. Das ist ein Wahnsinn. DS50 war natürlich ein echtes Kultmoped. Aber da hast du mir so schon, dass das ein Kultmoped, also sagen wir so, das ist jetzt ein Kultmoped, dass es damals ein Kultmoped war, da hast du mir so schon ein sehr starkes Selbstvertrauen haben und einen sehr abgeklärten Zugang, weil die Schürzenmopeten mit den kleinen Radeln war eigentlich eine echte Niederlage. Aber der Furios Karl zum Beispiel, der ist auch mit so einer gefahren. Hat, glaube ich, auch so einen 60 Kubikzylinder gehabt und die Mopeten ist dann gegangen, angeblich ein 70er. Das kann ich nicht beurteilen. Aber heute, wenn ich so eine Sixer DS550, bin ich irrsinnig begeistert. Ist ganz herrlich. Hans Moped, Buchmunzer. Der René Weiß ist ein Wahnsinn. Ich hätte eine KTM Boni 2. Ich hatte eine KTM Boni 2 und dann einen 90 Kubik Derby Savagna. Da haben wir die Vespas herbrennt, ist klar. Mit 90 Kubik. Obwohl, wie gesagt, die Vespas haben auch ordentlich eingefüllt. Und mit der KTM Boni 2, ja, da wirst du aber schwer gehabt haben, dass du eine Vespa herbrennst. Bei der KTM Boni 2 ist bei mir ganz gleich. Also damals hätte ich es nicht wollen, hätte ich es wirklich nicht wollen, so ein Boni. Weil ich da ja, schon was Schärferes brauche. Aber mittlerweile finde ich die natürlich unfassbar leibend. So ein KTM Boni 2, da gibt es ja auch eine Deluxe-Ausführung mit Blinker. Ist ganz, ganz ehrlich. Schau, Piaggio, ciao, die 60 km/h ging und eine ordentliche Kreidler-Flore. Der Jan Bellwald aus der Schweiz, Kreidler-Floret. Kreidler-Floret ist ein Wahnsinn. Und weil ich da jetzt bei der Kreidler-Floret bin,
da werde ich jetzt einmal diese Geschichte einstreuen vom Magic Alois. Das ist Wahnsinn. Wahnsinnsgeschichte. Magic Alois, unfassbarer Typ. Der Magic Alois, der Techniker von Moto, also vom heimischen Kawasaki-Importeur, ich glaube, da ist er schon 30 Jahre, wird er schon sein, vielleicht 25 bis 30, auf alle Fälle wirklich lang. Und das ist natürlich immer ein echter Moped- und Motorradl-Noah gewesen. Und der kommt aus der Wiener Gegend, und in der Wiener Gegend hat es natürlich echt scharfe Partien gegeben, was wirklich, ja, da war es halt unendlich wichtig, dass diese Mopeden wirklich gut geht, und die haben dann auch tatsächlich, das sind so Vergleichsrennen gefahren, geschaut, welche jetzt wirklich besser geht. Und in der Zeit ist so gewesen, was ganz wichtig war, also Kreidler Florett war ein extrem würdiges Moped, war was ganz, ganz Großartiges, und wichtig ist gewesen, dass du einen tiefen Lenker hast, am besten Holmhackerln. Das war natürlich überhaupt so, M-Lenker ist gegangen, aber der echte hat Holmhackerln gehabt. Und hinten, die Sitzbank war aufgestört. Also die ist jetzt nicht hinten auf dem Heckrahmen gelegen, sondern die ist so mit Distanzbleche ist sie aufgestellt worden. Ungefähr so hoch diese Distanzbleche, und das hat dann richtig super ausgeschaut. Und manche haben dann noch gehabt, also an Seitenständer, was du da dachtest, Alter, den Mopeten muss ich umfallen, das gibt es ja nicht, das war auch ganz wichtig, dass die Maschine, wenn es am Ständer gestanden ist, schon eine ordentliche Schrägler gehabt hat. Ja, und der Magic Alois, immer schon Technik interessiert und immer schon ein großes Talent für die Technik, hat sich so ein Kreidler Florett, hat er sich mörderisch gemacht, ist angeblich gegangen, 120, ich habe damals den Alois nicht gekannt, weil ich war in Tirol und er war in Wien, also ich kann das nicht verifizieren, aber ich glaube es ihm, dass die mörderisch marschiert ist. Und die leibendste Geschichte aber, die ich überhaupt nicht pack, da hat er einen mitgenommen hinten. Da hat einer gesagt, na, nimm ihn mit, wir fahren in das Kaffeehäusl Viere. Und den hat er mitgenommen, und früher ist er das gewesen bei den Typen, wenn du jetzt aufsitzt bei einem Typen, na, dann nimmst du ihn nicht so wie eine Frau. Na, das machst du auf keinen Fall. Na, da hockst du hinten ganz cool oben und haltest dich entweder dort bei dem Griff oder, wie es der gemacht hat, unterhalb von der Sitzbank. Nur, der Alois ist mit einem vollen Geschäft über so eine Bodenwellen gefahren, und bei der Bodenwellen sind die hinteren Federn auf Block, und was natürlich dann war einfach der Druck für diese Distanzbleche zu groß, und die sind eingesackt. Und der Typ, der hat die Finger dort unter der Sitzbank gehabt, das heißt, die Distanzbleche sind eingesackt, und der hat seine Finger einfach eingeklemmt zwischen Sitzbank und Heckrahmen, und hat aber durch das eigene Gewicht, der ist nicht mehr rausgekommen dort mit den Fingern, und hat irrsinnig geschrien. Und der Alois hat sich dann schon gedacht, ich meine, der wollte nie abdrehen, weil abdrehen heißt immer, ne, dass er überholt wird. Und hat sich aber dann schon gedacht, na gut, der schreit aber schon arg, was ist denn da los? Und dann ist er im Stehen geblieben und hat das gesehen. Und ja, ich meine, die Finger waren eh nicht gebrochen, aber das ist natürlich ein Traum. Das ist echt ein Traum. Und der Typ wird sich das sicher merken, also so anhalten wird sich der sicher nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der dann jemals wieder hinten auf einem Moped mitgefahren ist. Weiß ich gar nicht. Jetzt geh weiter. Alex Cipulka, Sachs Replika in Rot-Weiß. Kennt das noch wer? Ich leider nicht. Ja, das ist mein, ja. Der René Philipp, DT80 125. Das weiß ich gar nicht, wie das war, aber ich glaube, damals in Deutschland hat es, glaube ich, eine 80er-Klasse gegeben. Die hat es aber in Österreich, glaube ich, nicht gegeben, die 80er-Klasse. Das hat es, glaube ich, nur in Deutschland gegeben. Und was ein DT80 ist, weiß ich leider nicht. Das tut mir extrem leid. Der Thorsten Popik sagt, von 50 Kubik bis heute 1301 Kubik. Also der ist offensichtlich immer KTM gefahren. Wahnsinn. Na gut. Der Manfred Neubauer, KTM Komet 50T. Ganz herrlich. Fünfgang Sachs-Murl, Kleinmotorrad, Baujahr 1996, KTM Komet. Wahnsinn.
Hans-Jörg Strasser, Sachs DC50, schwarz, rotes Tafel. Na, das muss ich jetzt vorlesen, weil das bockt jetzt gar nicht. Patrick Adam. Also wir sind dort voll in der Moped-Welt. Und der Patrick Adam sagt, hey Zonko, habe mal eine Frage, ich möchte eine neue Glühlampe einbauen. Hast du eine Empfehlung? Vielleicht hat auch ein anderer einen Tipp für mich. Ich fahre im Sommer gerne zur Arbeit mit dem Moped und hätte gerne ein anständiges Licht. Geht um eine 2002er SV650N mit H4. Patrick Adam, ich habe keine Ahnung. Glühlampe ist wahrscheinlich eine Glühbirne. Aber, na, das weiß ich nicht. Vielleicht kann da das irgendein anderer beantworten, aber ich habe mir über so ein Glühbirndl habe ich mir echt noch nie Gedanken gemacht. Wenn eins hin war, habe ich auch anders reingetan. Das Passende. Und was halt ist, so richtig super sehen mit einem Motorradl in der Nacht, das tut man nicht. In der Nacht. Also ich habe nie wahnsinnig viel gesehen in der Nacht. Ich habe einmal, das war Wahnsinn, ich habe einmal so eine Buch gehabt, Buch 250 SGS, und bin dort gefahren in Tirol von Haul nach Rinn. Und dort ist es so gewesen, das war in der Nacht einfach dunkel. Da gibt es keine Straßenbeleuchtungen, weil du fährst mehr oder weniger den Berg rauf. Und diese Buch hat diese Eigenheit gehabt, dass der Regler hin und wieder eingegangen ist. Und das, glaube ich, war eine 6-Volt-Batterie und die 6-Volt-Batterie hat das Licht nicht lang gezahlt. Und dann bin ich dort auf und da hat es nach so einem Geschlängel, nach einem Kreuzheißel, hat es eine echte Gerade gegeben, also so eine Gerade mit so leichten Kurven. Da hast du dann selbst mit der Buch fahren können, so 100, 120 und auf einmal war das Licht weg. Weg! Da war es dunkel! Das war ein Wahnsinn. Das war wirklich arg. Ich meine, der Strom hat dann ausgereicht, dass ich heimfahren habe können, langsam. Aber das war arg, das war richtig arg. Also so ein Lichtausfall ist was wirklich Schlimmes, aber wenn du jetzt kein super Licht hast in der Nacht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man das ändern kann, weiß ich wirklich nicht. Erich Dippon, Kreidler RS und Maiko, Wahnsinn, Grüße aus dem Schwaberländle, herrlich. Ja, herrlich! Der Tomislav Mladenovic eröffnet also einen kleinen Grabenkampf mit René und sagt, bei der Vespa geht's nicht ums Herbrennen, sondern um Coolness. Und die wirklich leibenden Mädels waren an unserer Seite, beziehungsweise auf unserem Sozius. Herrlich, herrlich. Andreas Christina, Buch M50 Racing in Rot. Baujahr 74, ein Traum. Racing, M50 Racing. Das ist eher Wahnsinn, dieses Buch, das war so stark. Also zuerst mit den Motorradeln waren es doch irrsinnig leibend in die 50er Jahre, die waren doch super, diese Buchmotorradeln. Sogar der Saarinen ist also eine Buchrennmaschine gefahren, Jarno Saarinen, Wahnsinn. Und dann haben sie immer noch sehr leibende Mopeds gebaut und irgendwann war das einfach vorbei. Und das ist schon was, das bock ich eigentlich nicht. Insofern ist das ganz, ganz großartig, dass wenigstens KTM da diesen kompletten Durchhänger irgendwie, dass die aus der, wie Phönix aus der Asche wieder aufgestanden sind und heute mächtiger sind denn je. Aber um das Buch tut es mir echt leid. Das ist ein Wahnsinn. Bis deppert noch diese Simson S51, das muss was gewesen sein, weil der Toni Drechsel schreibt mit 85 Kubik. Wahnsinn. Der Gerwin Sacher, KTM GXR50, Kleinmotorrad. Wahnsinn. Sachs Cup RS4, der Martin Artner. Mit 5-Gang Sachs-Motor. Sachs-Motoren hat es wirklich viel gegeben. 21er Bing. Rotes Tafel, Spitze 105 km/h. Und mit dem roten Tafel 105, na, das war schon was. Das war schon was. Und ich meine, jetzt abgesehen davon, da muss ich natürlich schon sagen, das mit 45 km/h, das ist ein Verbrechen. Das ist unfassbar. Ich habe vor 10 Jahren,
habe ich einmal so einen Test gemacht und habe mir in der Zweiradbörse ein Moped ausgebaut, ein serienmäßiges Moped, und habe eine Geschichte geschrieben. Und ich bin mit dem serienmäßigen Moped nur von Mödling nach Wien und wieder heimgefahren. Und erstens ist es so, das glaubst nicht, wie ewig du unterwegs bist mit 45 km/h. Ich meine, ist eh klar. Du brauchst für 45 Kilometer, wenn du keine Behinderungen hast und immer Vollgas fährst, brauchst du eine Stunde. Das heißt, 90 Kilometer brauchst du 2 Stunden. Und ich meine, das ist eine echte Zeit. Und das Zweite, was wahnsinnig arg ist, du kannst dich natürlich überhaupt nicht wehren. Du bist dort mehr oder weniger die Fleischbremse im Verkehr. Das ist echt unfassbar. Diese LKWs fahren an dir vorbei, teilweise so knapp, da scheißt ja einfach keiner was um die und du kannst dich nicht wehren. Du kannst nicht jetzt Gas geben und den irgendwie in die Schranken weisen. Nein, du bist dort echtes Opfer. Und diese 45, und wenn einer mit einem Rennradl vorbeifährt, dann schnupft er die. Einer, der ein bisschen was drinnen hat in die Haxen. Und das ist ein Wahnsinn. Also diese 45 km/h halte ich für eine echte Verirrung des Gesetzgebers. Und angeblich ist es aber so, dass die Polizisten, die Polizei, wenn das knapp 60 geht, dann sagen sie nichts. Über 60 haben sie dann, da ist dann ernst, aber bis 60, glaube ich, sagen sie nichts. Und das finde ich irrsinnig vernünftig, weil die 45 sind ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Ja. Und jetzt ist aber Gott sei Dank so, jetzt kann man, glaube ich, eh schon mit 16 so 125er fahren und dann kann man eh diese 100 km/h gesetzlich fahren und dann sind wir im Endeffekt wieder dort, wie wir vor 30 Jahren halt waren, dass du halt geschaut hast, dass die Mopeden an 100er geht und die Gurden sind halt gegangen 120. Und ich selber mit diesem Kleinkraft-Führerschein habe das auch legal dürfen. Aber mein Bruder, der 2 Jahre älter ist, für den hat das noch nicht funktioniert. Der hat mir jetzt mit dem roten Tafel fahren mit seiner Zündab. Der Simon Almasi, das müssen wir uns jetzt aber genau anschauen, hab mit meinem Buchmaxi-Kultfahrzeug mal unfreiwillig einen Knieschleifer hingelegt nach einer Party, weil die Kurve gar so eng wurde. Dann ein Lowsider gleich neben dem Polizeiposten, bravo. Die neue Jeans gleich den ersten Tag einen Riss. Ja, ich hab schon geglaubt, weißt du, weil der Thüringer im Muttertag, na, der ist wirklich mit dem Buchmaxi am Knie gefahren. Jetzt habe ich schon geglaubt, du hast das auch nach der Party, warst du so euphorisiert, dass du das ausprobiert hast. Aber du hast natürlich den Klassiker gemacht, hast mein Knie gestraft, wie an ein Wiederaufrichten nicht mehr zu denken war. Herrlich. Der Peter Lang. Beginn war ein HMW. Die ging an guten 90er. Starten nur bergab, sonst sauft's O. Dann a Sissi vom Vater. Also der Peter Lang, der ist, glaube ich, noch ein bisschen älter wie ich. A Sissi Lona. Wahnsinn, vom Vater. Danach hat Desi weiß ich leider gar nicht, was das ist, schlussendlich ein Zap. 115 und das über 40.000 Kilometer. Wahnsinn. 40.000 Kilometer mit der Mopeten. Egal ob allein oder zu zweit. Und beachte, ohne Tafel abgeben. Ja, Peter Lang, da musst du nachträglich noch einen Orden kriegen, weil du das geschafft hast. 40.000 Kilometer. Erstens, die 40.000 Kilometer sind ein Wahnsinn. 115, das glaube ich dir jetzt. Und dass du das Tafel nie abgeben hast, ist unfassbar. Also das hast du wirklich super gemacht. Der Josef Zimmermann, bist heute größer als 1,60. Ja, genau. Um auf das noch zurückzukommen, das ist dann so gewesen, bei mir, wie war denn das? Ich war dann, glaube ich, bin gewachsen, bis ich 25 war. Ich habe dann nicht mehr aufgehört, ich bin jetzt 1,78. Ich bin nicht groß geworden, aber ich bin halt auch nicht so klein geblieben. Und das hat, wie gesagt, da war ich schon auf der Uni, bin ich immer noch gewachsen. Also was da los war, weiß ich nicht ganz genau. Aber ich meine, das ist eh komplett wurscht, wie groß man ist, wobei ich sagen muss, ja, ich bin jetzt lieber diese 1,78. Das ist irgendwie angenehmer.
Der Friedrich Reichl, ist das der Fritz Reichl? Das ist ja natürlich ein Wahnsinn. Hatte er KTM mit 6,25 PS Sachs-Motor? 1974 vom Trinkgeld des ersten Ferialjobs als Tankwart gekauft. Das waren noch Zeiten. Ja, das ist eben das ganz, ganz Leibende, dass man sich dort das zusammengespart hat und dann hat man sie gekauft und dann ist man wirklich mobil gewesen. Und die 6,25 PS Sachs-Motor, na, das wird schon gefahren sein. Das ist herrlich. Großartig. Ja, na gut, das zitiere ich, weil das lese ich halt immer so gern. Werner Schwarz, super Brennraum heute, die wüden Geschichten, Zonkofer Präsident. Hey, danke dir. Na, göttlich. Der Sebastian Lechner, mein Einstieg mit 13 war ein Suzuki RV50. Mit umgekehrter Schaltung. Ein Wahnsinn. Bei der RV50 muss ich mir jetzt kurz das Pfeiferl anrauchen, weil das hat mir irrsinnig getaugt. Das war ein Wahnsinn. Dieses arge Fahrzeug mit diesem Ballonreifen, das hat mich unendlich fasziniert. Und da hat es ja auch gegeben eine 90er und eine 125er. Und die 125er hat dann schon ein bisschen größere Radeln gehabt, ich glaube die 90er auch. Und diese RV50 hat eine ganz kleine Wurzler gehabt. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Motorradl. Das hat mir irrsinnig getaugt. Aber gehabt habe ich leider nie eine. Aber es war was Cooles. Das war was Cooles, RV50. Schleichti. Josef Zimmermann. Ich hatte eine Testi-Einsitzer. Und der Testi, na das war wirklich was. Bei uns im Hof ist eine gestanden, das war ein Wahnsinn, mit so, das, die war ganz verchromt. Die hat so einen Chromtank gehabt und so, ich meine, der Rahmen wird jetzt nicht verchromt gewesen sein, der wird grau gewesen sein, aber vielleicht war er verchromt, verchromte Felgen. Diese Testi hat ausgeschaut zum Niederknien, das war echt der Wahnsinn. Aber wie ich dann so weit war, also das war so ein paar Jahre vor mir, da waren diese Testis nicht mehr so stark. Weiß ich gar nicht, ob es da noch irgendwelche gegeben hat, da habe ich nicht mehr viele gesehen dann. Der Friedrich Reichl, darf aber keiner wissen, dass er KTM gehabt hat, das ist der Fritz Reichl. Das ist natürlich ganz großartig, ich meine, das ist der Motorradchef von BMW Österreich, das ist herrlich. Und er hat mit einer KTM angefangen. Bravo Fritz, herrlich. Na, aber du hast ordentlich fahren gelernt, das muss man sagen, weil wenn wir jetzt gefahren sind, das war immer ein Wahnsinn. Und irgendwo kommt es eben her, man muss mit dem Moped schon ordentlich anrauchen. Na, der Gustl Bichlmeier. Servus Zonko, ich fuhr Anfang der 80er Jahre eine Victoria Dreigang Fußschaltung, Gebläsekühlung, ein geiles Gerät, lief ca. 60 bis 65 km/h. Wahnsinn, Wahnsinn. Na, Anfang der 80er Jahre, glaube ich, bist du mit so einer Victoria Dreigang Gebläsekühlung, na, da warst du schon wer. Sachs Herkules mit Federgabel, René Weiß, 50 Kubik. Alles original, 100 km/h locker. Jawohl. Schau, das ist tatsächlich Ostdeutsch Simson, das habe ich, war mir nicht ganz sicher, aber der Frank Schulze schreibt, DDR-Bauer, Simson Schwalbe, herrlich. Da bist du maximal 70 gefahren, wenn du einen Kasten Bier hinten drauf hattest und bergab unterwegs warst. Das ist einfach göttlich. Das ist einfach göttlich. Und ich habe ja auch gesehen, ich glaube, das war auch so ein Simson. Ich glaube, das war ein Simson. Du musst es auch nicht gegeben haben mit so einem hohen Lenker. Das hat ausgeschaut wie ein Chopper, also wirklich wie ein Chopper. Oder ist es ein Buch gewesen? Das Büdel, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, es war ein Deutscher. Ich glaube, es war ein Ostdeutscher oder was auch immer. Das weiß ich nicht mehr. Aber der hat ein Büdel gepostet irgendwo, wo er auf dem Easy Rider mit die 50 Kubik hockt, irrsinnig aufpackelt, also so wie man halt früher gefahren ist mit Schlafsack, Zelt, was weiß ich, hinten noch so eine Seemannsrolle und der ist dort nach Italien gefahren, also da wird es kein Ostdeutscher gewesen sein, die haben wir nicht nach Italien fahren dürfen, fürchte ich. Und das hat mir einfach so irrsinnig getaugt, weil ich meine, das ist auch damals nicht gegangen, du bist ja damals auch nicht, mit sowas bist du sicher nicht schneller gefahren wie ein 60er.
Und da war es nach Italien schon wahnsinnig weit und es ist einfach ganz egal gewesen. Das war wurscht, das war einfach irrsinnig super. Der Julius Juleischleifer, Sachs Electronics 6-Speed, Vorgänger der Silberpfeil, 50 Kubik und 115 km/h und jetzt kommt's laut Autotacho. Das heißt, da ist einer mitgefahren mit dem Auto und geschaut, dass diese Geschwindigkeit ja stimmt. Aber vielleicht hat das Auto auch gelogen, weil da hat es ja auch immer so Tachoabweichung, 5-10% hat es immer gegeben. Aber na Bolini, na klar. Gerwin Sacher, Vespa BX mit 177er Bolini, 28er Vergaser und Rennbirne. Eh klar. da hat einer was Ernstes gehabt. Der Franz Patrick Fantig Caballero mit 80 Kubik Bolini. Das glaube ich ist so ziemlich das Mächtigste gewesen, aber das war auch mächtig oft hin, was ich so gehört habe. Also da sind die Kolben angerieben, ja, fast täglich. Schlechte. Dieser Tomislav Mladenovic, den ich vorher, der bedankt sich herzlich für die Genesungswünsche und klärt es jetzt auf. Vespa hatte nur 102 Kubik. Das ist einfach so was Göttliches und ich muss jetzt sagen, im Nachhinein, wenn du das überstanden hast und das auch überstanden hast, ohne dass die Polizisten halt mörderisch gewetzt haben, da muss ich auch sagen, also gegen einen, der sowas nicht erlebt hat, na, da hast du dann einfach was voraus. Das kann da ja keiner mehr nehmen, diese wahnsinnig leibernde Jugend mit 102 Kubikzylinder in der 50er Mopeten drinnen. Das ist toll. Das ist wirklich super. Ja. Und jetzt habe ich noch einen Punkt, genau. Das geht jetzt eh wahnsinnig rund, aber das wollte ich noch irrsinnig gerne erzählen. Weil das auch meiner Meinung nach halt irgendwie verdeutlicht, wie sich die Welt dann schon verändert hat in diesen letzten 40 Jahren. Weil ich bin eben, wie gesagt, mit dieser FS1, obwohl ich ein Sohn eines Gendarmen war, war das komplett wurscht, wenn ich damit in die Felder und im Wald um und um fahre. Ich war erst 14, wie ich die gekauft habe. Und bin dort eben gefahren. Und ich war jetzt nie der Rennfahrer, das war ich nicht, aber wir haben schon geschaut, also, wenn jetzt die Mopeden vom anderen viel schneller waren, das haben wir nicht getaugt. Das haben wir schon gedacht, na gut, da muss man halt schauen, dass man eventuell in der Kurve ein bisschen was holen kann oder in der Bremszone. Und hinter dem Bauernhof vom anderen ist gewesen so ein Feldweg, also ein Feldweg ist immer was gewesen, wo zwei Spuren waren, von den Traktorraffen. Ja, und in einer von den zwei Spuren bist du gefahren und in der Mitte, das war halt immer so ein bisschen, ja, da war halt immer so ein bisschen ein Gras. Also in der Mitte hast du nicht fahren können. Du hast müssen entweder die linke oder die rechte Spur. Und dann ist dort so eine kleine Erhöhung gegeben und da hat es gegeben so eine Links-Rechts-Schikane. Also eine wirklich leibernde Schikane am Feldweg. Und ich bin dort ausgenagelt mit meiner Yamaha FS1 und hab diese erste Schikane zu schnell genommen und bin dann weggerutscht. Die erste habe ich noch gebockt, in der zweiten bin ich weggerutscht. Genau, in der zweiten, in der rechts bin ich weggerutscht und bin leider mit dem Fuß halt unter dem Moped geblieben. Weil sonst dort in dem Feld, na, was hätte es dort sein sollen, so wahnsinnig schnell bin ich dort nicht reingefahren, was wir da drauf gehabt haben, weiß ich nicht, 40er, so irgendwas. Und ich stürze dort und habe leider den Fuß unter der Mopeten und die hat ja diesen hochgezogenen Auspuff gehabt. Und der Grümmer, der war natürlich brennhaß, und der hat mir dann ordentlich dieses Wadl versenkt. Also das war eigentlich ein Wahnsinn, das war so eine handflächengroße Brandblasen hat es mir dort aufgezahlt und das hat schon gebrannt und trotzdem ist einem das einfach wurscht gewesen. Das war irgendwie wurscht und das ist jetzt auch nicht so gewesen, wenn du dann heimgekommen bist, dass die dann die Hände zusammengeschlagen haben und gesagt haben, na um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Nein, das ist im Endeffekt egal gewesen und die Mutter hat sich das angeschaut, hat dann glaube ich irgendwas Kaltes aufgelegt und hat es dann eingefatscht. Also hast du dann halt so ein Fatschen gehabt
Und ja, das ist dann so gewesen. Und dann sind wir, ich glaube, 3 Tage später sind wir auf den Berg gegangen. Der Vater ist irrsinnig gern auf den Berg gegangen und da als Bub hast du halt müssen mitgehen. Das ist mir immer ein bisschen am Zager gegangen, weil man das halt irgendwie, das war mir halt öd. Das ist mir, ja, Berg gehen, ja, das war mir irgendwie öd. Und beim Obergehen aber hat sich der Fuß dann, das ist schon arg gewesen, da man dachte, nein, das ist aber nicht in Ordnung, das ist irgendwie, das ist jetzt schon ganz arg und weiß ich nicht. Und dann haben wir diese Fatschen runtergetan und ich meine, der Fuß, das ganze Wadel, das war einfach so ein großflächiger Eiterherd. Das war echt ein Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, na, da müssen wir zum Doktor gehen. Das war einfach göttlich. Und dann sind wir da runtergegangen, noch diese 2 Stunden, und dann sind wir in Rhin zur praktischen Ärztin gegangen. Und ich meine, einen Arzt gesehen, na, das hast du, ich hab nie einen Zahnarzt hast gesehen, aber so einen normalen Arzt, na, das hast du eigentlich nie gesehen. Und ja, und wie sich diese Frau Doktor den Fuß anschaut, das weiß ich noch ganz genau, die ist richtig weiß geworden. Die ist, na, wie lang ist denn das schon? Und dann haben wir das irgendwie erklärt, wie lang das ist. Und die hat dann schon diese Hände so zusammengeschlagen und hat dann gemeint, das ist ein Wahnsinn. Und im Endeffekt hat es aber auch nur irgendeine Salben hergerissen und das war einfach dann nach 4 oder 5 Tagen war das dann gut. Und das ist halt irgendwie, das ist auch sowas, wo ich mir denke, ja, das musst du auch bewahren. Du darfst nicht wegen jedem kleinen Kratzer dort jetzt komplett hysterisch werden. Und wenn es jetzt diese, da wäre ganz wahnsinnig, wenn es jetzt diese Werbungen gibt mit diese Hygienetücher, na, das ist ja ganz irre. So in der Ordner, da überall sind Bakterien und man muss schauen, dass man die loswird. Na, der ganze Körper, wenn man sich das einmal anschauen würde im Mikroskop, na, ohne Bakterien sind wir alle hin. Das braucht man. Und sonst hat er überhaupt keine, also erstens nimmt seine irrsinnig viele Bakterien, die lebenswichtig sind. Und zweitens hast du komplett überhaupt keine Abwehrkräfte, wenn du das immer alles wegtust. Also insofern war diese Würde ganz arge Zeit, na, die war mir schon sehr sympathisch. Das finde ich auch großartig. So, jetzt habe ich mich aber mörderisch verzettelt, das tut mir jetzt leid. Jetzt schauen wir gleich wieder rein. Anton Stöbauer. Abgedrehter 60er, 17er Bing, besser 19er Del Orto. Kopferl mit 1000er Polierpapierplanen und so weiter. Buchmoped DS50, nein. Buchmoped DS50, Endgeschwindigkeit 100 km/h. Gut, das ist ein Wahnsinn, aber nicht lang. Okay. Anton Stöbauer, wenn du DS50 gehabt hast, die Queen of Schürze, die an 100er gegangen ist, na, da war es der Wahnsinn. Und ich meine, ich bin jetzt wirklich mit sehr, sehr vielen Geräten schon gefahren, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn ich heute auf so ein DS50 steigen müsste und an 100er fahren, hätte ich echte Angst. Ich weiß nicht, ob ich mich dran tät. Ja, das ist eh super. Der Peter Kissinger sagt, Vespa 50S, unschuldig und mit schwarzem Tafel. Eine Kreidler ist leider ein feuchter Traum geblieben. Ja, das ist so. Es hat immer irgendwas gegeben, was man einfach nicht gehabt hat. Bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, ich habe mir jedes Jahr zu Weihnachten so ein Parkhaus gewünscht. Ich wollte so ein Parkhaus, wo ich dann mit diesen Matchbox-Autos runterfahren kann. Na, glaubst du, das Christkindl hätte es einmal dahergezahlt? Bis heute warte ich auf dieses Parkhaus. Ist ein Wahnsinn. Ja, so ist es. Der Michi Stockhock, wo sind denn die Katzen zurück? Und da schläft der Gianni, schläft da. Die Loretta sehe ich gar nicht. Aber denen ist auch relativ heiß. Die sind ziemlich gedämpft, wenn es so heiß ist. Und außerdem, glaube ich, sind sie es jetzt schon so gewohnt, dass ich dort so viel herumrede, dass sie sich dann ein bisschen denken, na, lass mal reden, den Alten, das stören wir jetzt nicht. Aber vielleicht wäre es bei den nächsten Mal, wäre es vielleicht wieder mal der Herz an. Eh klar, Thomas Enders, der Viechdoktor, Fantic Caballero 50. Obwohl war nicht lange 50, ist eh klar. Viel Birndeln hat man halt braucht, weil immer alles durchgebrannt ist, ehrlich. Nun, Kolben wirst du auch gebraucht haben, oder Viechdoktor?
Herrlich, der René Fecke, der kommt schon aus der ein bisschen glorreicheren Zeit. Yamaha DB 125. Das war natürlich super. Die Yamaha DB 125, das ist sowas wie das Suzuki Wanwan. Das ist natürlich was ganz Tolles. Das ist in letzter Konsequenz ist es die Weiterentwicklung dieser RV50 und mit der DB 125 oder mit der Wanwan, mit dem fahre ich heute noch irrsinnig gern. Das hat zwar nur 125 Kubik, aber das ist einfach wirklich leibend zum Fahren. Mit dem bin ich echt gern unterwegs. So. Herkules Prima 3S, die kenne ich leider. Der Christian Rapp, das taugt aber trotzdem. Hat ja eine Herkules Prima 3S, die kenne ich leider nicht, aber was danach kommt, ist ein Wahnsinn. Danach kam dann eine 12er Bandit. Also das ist wirklich ein radikaler Umstieg. Das ist echt brutal und ich bin froh, dass du das überlebt hast. Das heißt, Sascha Sterzinger, sag mal, Zunker, was hast du eigentlich in deinem Brennraum, deinem Pfeifferl? Das ist so ein Tabak, der heißt Irish Mixture von Peterson. Das ist ein irischer Tabak und ja, den rauche ich irrsinnig gern. Buch Maxi Baujahr 71, die Hayarosa. Mit der bist du in Innsbruck der King. Ja, aber jetzt ist es ein Buch Maxi, das ist ja eh schon irrsinnig cool. Damals hätte ich keins wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat es auch von Sachs sowas gegeben. Es hat so ähnlich ausgeschaut. Ich glaube, eins hat es sogar gegeben, Sachs Duo mit seinem Doppelsitz. Nein, das habe ich alles nicht wollen. Das war mir irgendwie zu wenig sportlich. Aber heute, wenn du so ein Buch Maxi hast, das ist sicher was Leibendes. Was? Na gut, der Bruno Sereinig, der schockiert mich jetzt wirklich sogar, bei uns in der Schweiz ist sogar nur 30 erlaubt. Also, wie gesagt, diese 45, die bei uns erlaubt sind, sind eine Frechheit, sind eine echte Verehrung und die 30, na, das ist mir unerklärlich. Das ist mir wirklich unerklärlich, wobei ich sagen muss, ich mag die Schweiz wirklich gern. Ich finde das ein großartiges Land, aber diese Strafenpolitik, na, die ist wahnsinnig. Das ist mir unerklärlich, dass das durchgeht. Dass da eine Mehrheit gibt für diese unfassbar argen Verkehrsstrafen. Also ich selber mit dem Motorrad fahre nicht mehr in die Schweiz, weil das kann ich mir echt nicht leisten. Jetzt hast du so also eine traumhafte Gegend und wenn du einmal beim Gas ankommst, na, das kostet dich hunderte von Euros und wenn du Pech hast und du bist richtig beim Gas ankommen, na, da gehst du wirklich, da gehst du in Häfen. Das packe ich nicht. Das bock ich nicht. 30 ist echt der Wahnsinn. Ja. Schau, das erklärt es. Der Ernst Buchinger, Desi ist Buch DS. Wahnsinn, Desi. Na, siehst, das hat sie nicht bis Tirol durchgesprochen. DS 50. Na, es tut mir leid. Das wäre echt. Diesmal bin ich also vollkommen gescheitert, da muss ich kapitulieren. Ich möchte aber euch zum Schluss noch die Geschichte vom Greil Ander und seiner KTM Sachs erzählen, weil die war nicht ewig schneller wie mein FS1, weil da hat es nämlich einen echt argen Vorfall gegeben. Und den muss ich noch, weil das ist wirklich eine wahnsinnige Geschichte. Und zwar sind wir dann, haben wir eben mit 16 haben wir schon offiziell auf der Straße fahren dürfen. Und der Ander ist, glaube ich, von Innsbruck aufgefahren in der Nacht. Oder war es vielleicht richtig in der Nacht, wird es noch nicht gewesen sein, so 10 Uhr auf Nacht oder so. Und bei uns dort in diesem Mittelgebirge, also oberhalb von Innsbruck, da sind natürlich, gibt es Wald. Gibt es irrsinnig schöne Kurven und gibt es auch so Zwischengeraden, wo du ordentlich anrauchen kannst. Und der Ander
fährt dieses Geschlängel, ist mehr oder weniger schon daheim, ist glaube ich 1 Kilometer von daheim entfernt gewesen. Das ist so eine Linkskurven, dann hast du so eine enge Rechtskurven auf, dann hast du nochmal eine linke und dann hast du so eine weite rechte. Und die weite rechte, die hast du fahren können, ja, na, da ist sie schon aufgegangen auf 80, 90 oder so. Ungefähr das wird sie aufgegangen sein. Und in dieser Rechtskurven drinnen, die hat er natürlich ordentlich genommen, der andere, war schon fast daheim und hat sich schon vorbereitet auf die linke. Nur in der Rechtskurven ist da ein anderer Bauer gegangen mit einer unbeleuchteten Kuh. Und das ist dann so gewesen, dass der andere einfach mit dem 90er in die Kuh reingefahren ist. Ist ein Wahnsinn. Und hat sich dabei halt beide Hände gebrochen und die Kuh, ja, die ist nicht alt geworden. Das war einfach ein unfassbarer Unfall und die KTM war natürlich auch Fetzen hin. Weil ich meine, so eine Kuh, das hat schon 500 Kilo und wenn du mit 90 km/h in irgendwas reinfährst, was 500 Kilo hat, no, das ist fast so, wie wenn du in eine Mauer reinfährst. Da ist echt was los. Auf alle Fälle hat er eben beide Hände gebrochen gehabt, hat dann glaube ich 2 Monate nicht fahren können und die Mopeten, die war sowieso Fetzen hin. Also das war dann die, wie soll ich sagen, die Sternstunde der Yamaha FS1. Das ist alles wieder gut geworden beim anderen, das hat eh alles gepasst. Aber ja, wie gesagt, für die Kuh ist nicht ganz so glücklich ausgegangen. Freunde, jetzt tut mir leid für alle, die da jetzt nicht, die mir da jetzt was geschrieben haben. Ich werde schauen, dass ich das nachher noch da lese. Und wie gesagt, morgen ist es dann oben auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt jetzt Zonkos Welt, das habe ich umtauft von Fritz Zonko Trindl auf Zonkos Welt. Mit dem habe ich eigentlich eine ganz große Freude, weil da die Abonnenten daherkommen. Und ich glaube, das beste Brennraumvideo, wie viel Leistung braucht der Mensch, das haben sie jetzt glaube ich schon 8300 angeschaut. Das ist eine echte Freude. Und ja, danke für euer Interesse. Ich mache das wirklich wahnsinnig gern. Und nächste Woche live aus dem Brennraum, Mittwoch, 21.15 Uhr. Danke sehr. Ciao. Grüß euch.